unsere Themen am Mittwoch. Körbe werfen im Sommercamp. Stadt stärkt die Sozialarbeit. Und Tierpark schmiedet Pläne für die Zukunft. Das und mehr gleich hier bei LTV Aktuell. Ich glaube, ich würde mir was zu essen holen. Wahrscheinlich für Urlaub ansparen. Ich glaube, ich würde mir einen schönen Wellness-Tag machen. Mit den 70 Euro würde ich mir wahrscheinlich heute neue Fußballschuhe kaufen. Mit 70 Euro würde ich mir eine kleine Reise planen. Hallo und herzlich willkommen zu LTV Aktuell am Mittwoch. Die Polizei hat bei einer Kontrolle selbstgebaute Waffen bei mehreren jungen Syrern gefunden. Darunter abgeschraubte Tischbeine, Rasiermesser und eine zweiteilige Türkette. Auch Drogen wurden gefunden. Die Waffen hat die Polizei gestern Abend sichergestellt. Zwei der Asylbewerber wurden in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen der Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Der Ball muss ins Runde, das ist das Ziel beim Basketball. Der Sport aus den USA ist mit den Jahren auch bei uns immer beliebter geworden. Das zeigt auch das Sommercamp der White Devils. Dribbeln wie die Profis. Jakob Gretz kann das schon sehr gut. Er macht beim Basketballcamp der White Devils mit. Zwillingsbruder Julius ist auch dabei. Die beiden sind seit vielen Jahren eingespielt. Ich mag das, wenn man beim Spiel gewinnt und dass man auch ein paar Gegner austricksen kann im Basketball. Was denkt ihr, wer von euch beiden macht mehr Körbe? Also von den Spielstatistiken her mache ich mehr Körbe. Und wie ist deine Meinung? Nein, ich bin schon. Also wir sind eigentlich beide gleich gut im Körbe werfen. So wie die Zwillingsbrüder trainieren auch deren Mitspieler schon seit Jahren bei den White Devils. 13 Mannschaften und 7 Trainer gibt es. Steven Herford ist der Cheftrainer. Er und seine Teammitglieder leben für Basketball. Das ist halt spannend, das ist halt sehr athletisch, sehr schnell, immer viel zu sehen. Und das ist halt wirklich sehr spannend und macht halt jede Menge Spaß. Außerdem wird sich bewegt, was gerade bei Kindern wichtig ist. Durch das Training werden sie schon frühzeitig für Sport begeistert. Späteren Krankheiten durch fehlende Bewegung wird somit entgegengewirkt. Der Zusammenhalt steht natürlich auch weit oben. Basketball ist eine Teamsportart, also ich mag es, ein Team zu spielen. Und ich habe auch zu Basketball gewählt, weil ich sehr erfolgreich im Basketball war. Ich war ja auch schon in Berlin Auswahllandestraining und in Brandenburg. Weil es mir sehr, sehr Spaß macht, mit anderen Freunden zu spielen und da kann man auch andere Freunde kennenlernen. Weil mir ist halt im Basketball gefällt, dass es ein Teamsportart ist und was halt Spaß macht zu gewinnen und die Gegner und viele Körbe zu werfen und mit der Mannschaft irgendwo hinzufahren. Beispielsweise nach Wien. Dort wird jedes Jahr kurz vor Ostern ein internationales Turnier ausgetragen. Rund 250 Mannschaften treten an. Die White Devils sind jedes Jahr dabei. Genug Teams haben sie ja zur Auswahl. Wir starten halt mit 3 Jahren. Da gibt es so eine Ballschule. Da geht es halt wirklich nur ums ein bisschen Turnen, ein bisschen Krabbeln, sich das erste Mal mit dem Ball beschäftigen. Und dann geht es halt wirklich hoch bis zu den Herren, bis zu den Senioren. Wir haben eine Ü40 letztes Jahr im Spielbetrieb gehabt, die halt wirklich anfangen, die alten Knochen noch mal ein bisschen zu bewegen. Nachwuchs wird trotzdem gebraucht. Bei einem Probetraining kann jederzeit mitgemacht werden. Auch Mädchen, Frauen oder Rentner sind gern gesehen. Getreu dem Motto, gemeinsam mehr bewegen, egal in welchem Alter. Dieser Beitrag wurde unterstützt von der AOK Nordost. Beim Sport dabei, gemeinsam mehr bewegen. Die Studie Bildungsmonitor 2018 ist seit heute draußen und zeigt, Brandenburgs Bildungssystem hat sich verschlechtert. Statt Platz 12 rutscht das Bundesland auf Platz 14. Unter anderem soll das an der ungewöhnlich hohen Quote an Schulabbrechern liegen. Auch die Ausstattungen an den Schulen bemängelten die Forscher. Im Gegensatz dazu ist Sachsen auf Platz 1 gelandet. Mit dem neuen Schuljahr will Cottbus die Sozialarbeit verstärken. Unterstützung gibt es dabei auch vom Land.
Schon 2008 hat sich Cottbus für eine nachhaltige Integrationsarbeit ausgesprochen. Lange hat die Stadt auf die Unterstützung der Regierung gehofft. Mitte des Jahres ist dann die Verordnung zur Migrationssozialarbeit in Kraft getreten. Als neue Form der Migrationssozialarbeit im Landesaufnahmegesetz, darüber sind wir sehr froh, weil es insbesondere die Personengruppen im Rechtskreis SGB II betrifft, der Personengruppe der Zugewanderten. Das bedeutet, dass Asyl- und Bleibeberechtigte, die in einem eigenen, angemieteten Wohnraum leben, Unterstützung vom Sozialamt und Jobcenter bekommen. So können Menschen mit einem Migrationshintergrund auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen. Cottbus sieht das als Maßnahme. In der Stadt leben Menschen aus über 20 Ländern, die weder kulturell noch bildungs- und ausbildungstechnisch auf die deutschen Verhältnisse vorbereitet sind. Laut Maren Diekmann soll das Konzept flächendeckend genutzt werden. Wir werden die Regelstrukturen stärken, insbesondere bei der Stadt, beispielsweise im Kinder- und Jugendärztlichen Dienst, als auch im sozialpsychiatrischen Dienst, um einfach auch dort niedrigschwellig Unterstützung geben zu können bei Traumatisierung und natürlich auch für die Kinder und Jugendlichen im medizinischen Versorgungsbereich. Aber natürlich auch die Familienzentren werden gestärkt, nicht nur bei der Stadt, sondern auch in der Trägerlandschaft. Wir haben ja Familienzentren in drei großen Stadtquartieren. Der erste Schritt wurde schon getan. Die Stadt hat 10 Stellen für Sozialarbeit an Schulen ausgeschrieben. Die sind bis zum Schulanfang besetzt. Die Zahl der Sozialarbeiter soll so bis zum Jahresende von derzeit 18 auf 26 steigen. Das Konzept wird vorerst mit 2,7 Millionen Euro unterstützt. Je nach Bedarf wird die Höhe des Geldbetrags angepasst. Das Konzept der Migrationssozialarbeit soll erst einmal für 3 Jahre laufen. Etwa 170 Menschen arbeiten in Cottbus an Bäckertheken. Die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten fordert jetzt eine Lohnerhöhung. Der Job sei für die Beschäftigten anspruchsvoller geworden. Die Gewerkschaft fordert deshalb eine faire Bezahlung. Aktuell liegt der Lohn im Durchschnitt bei 9,30 Euro pro Stunde. Aktuell müssen Stadionbesucher Umwege in Kauf nehmen. Die Stadt arbeitet aber gerade an einer Lösung. Mehr dazu jetzt in den Kurznachrichten. Bauarbeiten an der Stadionbrücke. Seit mehr als einem Jahr ist die Fußgängerbrücke am Stadion der Freundschaft gesperrt. Ab dem 22. August soll die marode Konstruktion nun endlich saniert werden. Durch die Bauarbeiten kommt es zu weiteren Absperrungen. Energiefans müssen deshalb in Zukunft mit neuen Einschränkungen rechnen. Die Arbeiten sollen im März 2019 fertig sein. Gangster im Theater. Nach geglückter Premiere des Stücks Millionen für Penny stehen in der Theaternative C nun weitere Vorstellungen fest. Die nächste Aufführung ist morgen um 20 Uhr. Millionen für Penny läuft dann noch bis zum 31. August. Das Musical erzählt die Geschichte einer jungen Schauspielerin, die auf der Suche nach Arbeit in ein Komplott voller Falschgeld und Verbrecher gerät. Dissener Jugend feiert Erntefest. Am kommenden Wochenende lädt die Dissener Jugend zum Erntefest ein. Dazu zählt auch das traditionelle Hahnrupfen. Bei diesem sorbischen Erntebrauch stellen die jungen Männer ihr Geschick auf dem Pferderücken zur Schau. Auf dem Sportplatz in Dissen geht es ab 13.30 Uhr los. Vor fast 50 Jahren zog der erste Elefant nach Cottbus in den Tierpark. Aktuell sind Carla und Sundali Mieterinnen im Elefantengehege. Aber sollte es die beiden einmal nicht mehr geben, könnte sich auch das Elefantenhaus verabschieden. Das gehört nämlich zu den größten Baustellen im Cottbuser Tierpark. Innerhalb der nächsten Jahre muss sich dort einiges ändern. Den Tierpark Cottbus gibt es jetzt schon seit 64 Jahren. Über die Jahrzehnte kamen immer wieder neue Attraktionen und Tiere hinzu. Der Park wuchs stetig und damit auch seine Attraktivität. Heute ist der Cottbuser Tierpark beliebter denn je. 2017 lockte er mehr als 150.000 Besucher an. Das sind 26.000 mehr als noch vor 15 Jahren. Das alltägliche Geschäft brummt also. Aber trotzdem gibt es Baustellen, die sich seit Jahrzehnten aufschieben. Jens Kämmerling ist hier seit 16 Jahren der Tierparkdirektor. Er weiß, wo man ansetzen muss und dass sich vieles nicht mehr viel länger aufschieben lässt.
Also sind eigentlich zwei oder drei Dinge, die dort eine Rolle spielen. Einmal war die gesamte Bausubstanz in den letzten Jahrzehnten immer recht schlecht und an größeren Investitionen oder größeren Werterhaltmaßnahmen wurde eben wenig oder zu wenig gemacht. Das sind auch Infrastruktursachen wie Abwasserleitungen, Wasserleitungen und ähnliche Sachen. Und dort sind wir in der Tat auf öffentliche Gelder angewiesen, wo wir auch eine gewisse Kontinuität und auch eine Planbarkeit brauchen. Also es geht nicht um Einzelprojekte, wo wir jetzt in zwei Jahren auf ein bestimmtes Ziel hin sammeln, sondern wir müssen eigentlich die grundlegenden Sachen besser in Ordnung halten. Jens Kemmerling und seine Mitarbeiter sind aktuell dabei, einen 10-Jahres-Plan auszuarbeiten. Stück für Stück sollen so die offenen Baustellen angegangen werden. Insgesamt umfasst der Plan Projekte in einem Umfang von über 14 Millionen Euro. Ein Projekt wird das Elefantenhaus sein. Die Außenanlage ist laut Jens Kemmerling schon jetzt eine der besten Deutschlands. Das Nacht- und Winterquartier hat aber dringenden Sanierungsbedarf. Also unsere Elefanten, die Jüngere wird dieses Jahr 50, sind also schon ganz viele Jahre hier, sind ganz wichtige Tiere für uns. Aber 50 ist halt nicht mehr ganz jung. Und den älter werdenden Elefantendamen fällt es doch im Winter zunehmend schwerer, sich im Stall entsprechend zu bewegen. Und deswegen muss hier im Elefantenstall, im Elefantenhaus was passieren. Wir wollen erweitern, dass wir mehr Optionen für unsere Tiere haben. Aber natürlich gucken wir auch ein bisschen in die Zukunft, wie geht es weiter, dass dann der ein oder andere neue Elefant auch mal kommen kann. Dafür brauchen wir andere Bedingungen. Dieses Haus, wie wir es jetzt haben, können wir keinen neuen Elefanten einstallen. Handlungsbedarf besteht auch bei den Pinguinen. Die Tiere fühlen sich zwar wohl, aber auch hier ist das Gehege in die Jahre gekommen. Man sieht an dem Jungvogel hier, der noch nicht so ausgefärbt ist, dass wir eine sehr erfolgreiche Pinguin-Zuchtgruppe hier haben. Wir haben also jedes Jahr Pinguin-Nachwuchs. Die brüten hier in den Felswänden in bestimmten Höhlen. Aber man sieht natürlich auch, ja, es gibt noch was. Man sieht natürlich auch, dass das Becken von der Größe her nicht das ist, was wir uns heute vorstellen. Wir würden gerne mehr Platz für die Pinguine haben und wir würden heutzutage auch mit Wassertechnik uns mehr wünschen, dass wir saureres Wasser haben. Es wird ein- bis zweimal in der Woche gereinigt und erneuert, aber gerade im Sommer sind dann auch die Sichttiefen für die Besucher nicht so das, was wir uns heute vorstellen. Und unabhängig von Größe und Wassertechnik sieht man auch, dass das Becken in die Jahre gekommen ist. An den ein oder anderen Stellen sind schon Risse im Beton, die zwar noch abzudichten sind, aber nach und nach irgendwann doch eine grundlegende Erneuerung oder Reparatur notwendig machen. In vielen Bereichen des Tierparks ist die Lage zwar nicht dramatisch, aber auf längere Sicht muss saniert werden. Dazu kommt unter anderem eine Erneuerung der Wasser- und Elektrowege. Wie die finanziellen Mittel dafür beschafft werden sollen, wird aktuell geplant. Die Besucher können nach wie vor die über 1000 Tiere bestaunen und sich in den nächsten Jahren immer wieder auf neue Attraktionen freuen. Freuen können Sie sich auch schon mal aufs Wochenende. Es ist ja schließlich Bergfest. Und wer am Samstag Lust auf eine Sommerparty hat, ist im Moskito bestens aufgehoben. Unter dem Motto Painted Pink können es die Gäste auf der Terrasse krachen lassen. Für die Sommerparty hat das Team sogar extra einen neuen Cocktail entwickelt. Los geht es am Samstag ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Und damit ist LTV aktuell am Mittwoch vorbei. Im Anschluss sehen Sie gleich noch das aktuelle Expertenangebot. Vorher übernimmt hier aber Dr. Carola Wiesner und macht mit Ihnen Sport. Unsere Zuschauer sollen ja fit und gesund bleiben. Also viel Spaß beim Sport, tschüss und machen Sie's gut. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin heute auf der Fitnessmeile an der Spree. Und ich habe mir Alex dazu eingeladen. Wir wollen hier ein paar Übungen zeigen. Alex, was gefällt dir besonders gut an der Fitnessmeile? Ja, sie ist im Grün gelegen, für jedermann leicht erreichbar. Und sie bietet jede Menge Möglichkeiten, sich sportlich zu betätigen. Und die größten Trümpfe, es gibt eigentlich nur zwei Hindernisse, um hier Sport zu treiben. Einmal Schlechtwetter und den inneren Schweinehund. Den helfen wir Ihnen zu überwinden. Wir wollen Ihnen heute Übungen zeigen für die Armkraft und für die Beinkraft. Für die erste Übung begeben wir uns in eine leichte Vorlage. Die Arme sind erstmal lang, die Füße sind hüftbreit geöffnet. Und jetzt werden die Arme gebeugt. Arme beugen und wieder strecken.
Dabei den Bauch richtig gut angespannt lassen, beugen und schön strecken. So, los geht's. Also den Bauch gut gespannt, die Arme beugen und wieder strecken. Ganz gleichmäßig beugen und strecken. Wichtig ist auch, dass die Nackenmuskulatur langgezogen wird. Das heißt, die Halswirbelsäule ist langgeschoben. Genau. Ruhig weiteratmen ist ganz wichtig. Aber so sieht's klasse aus, Alex. Weiter so. Beugen und wieder strecken. Und viermal noch. Vier und drei und zwei und eins. Bei der zweiten Übung hängen wir uns hier rein. Die Beine bleiben erstmal lang, die Arme sind lang und jetzt werden die Beine gebeugt. Also Kniebeuge. Auch hier den Bauch festlassen. Und jeder geht nur so tief in die Kniebeuge, wie es für seine Knie gut ist. So, los geht's. Also die Arme lang lassen, die Knie schön beugen und wieder hochkommen. Genau, das kann man natürlich variieren, ob man tiefer geht oder ganz zügig durcharbeiten. Genau, man kann natürlich auch etwas höher bleiben. Alex, zeig's mal, wenn man nicht ganz so tief geht, nur so bis zur Hälfte. Auch das ist natürlich möglich. Aber es ist durchaus völlig in Ordnung, bis ganz runter zu gehen. Also wieder ganz nach unten. Die Fersen bleiben auf dem Boden. Und wieder hochziehen. Genau. Auch hier wieder ganz gleichmäßig arbeiten. Und ruhig atmen dabei. Sehr schön. Und noch viermal. Vier. Und wieder heben. Drei. Und zwei. Und einmal noch. Wir begeben uns noch einmal in diese Ausgangsposition. Wir hängen also. Die Arme sind wieder lang. Und jetzt wollen wir kleine Klimmzüge machen. Wichtig, Bauchspannung, Rumpf lang und dann schön hochziehen und wieder lösen. Ziehen und wieder lösen. Los geht's. Wieder Bauchspannung herstellen, schön lang bleiben und beugen und wieder tief. Genau, schön ziehen und wieder tief. Auch hier wieder gleichmäßig arbeiten. Wichtig, sich nicht nach hinten fallen lassen, sondern wirklich langsam nachgeben mit der Muskulatur. So ist es genau richtig. Noch viermal. Vier. Und drei. Und zwei. Und eins. Und Alex zeigt jetzt noch mal eine Variante, die intensiver ist, nämlich einarmig. Ganz wichtig, dann nicht zu kippen im Rumpf. Und los geht's. Und schön ziehen, genau. Für alle die, die es etwas schwerer haben wollen, ist diese einarmige Variante gedacht. Und Dankeschön. Bei unserer nächsten Übung wird der Trizeps trainiert. Dazu hinhocken, gut, hier, und dann die Arme beugen und wieder strecken. Beugen und wieder strecken. Recht schwierige Übung. Aufpassen, die Schultern festlassen. So, schön wieder aufrichten, Beine fest in den Boden drücken und jetzt geht's los. Arme beugen und wieder hochschieben. Genau, beugen und hochschieben. Sehr gut sieht das aus. Hopp. Immer schön alles muskulär abfangen, nicht durchsacken lassen, aber das macht Alex sehr gut. Tief und wieder schön hochdrücken. Und viermal noch. Vier und drei und zwei und eins. Geschafft. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Alex.
Was denkst du denn, ob man diese Übungen, die ja dieses Mal recht schwierig waren, auch Leuten empfehlen kann? Man kann sie jedem empfehlen, weil jeder frei nach seinen Möglichkeiten, Bedürfnissen und Befindlichkeiten in der Lage ist, hier die Identität selbst zu gestalten und damit für sich den besten Effekt zu erzielen. Genau, denn auf diesen Schildern ist auch ganz klar aufgezeichnet, dass man verschiedene Intensitäten trainieren kann. Ich hoffe, dass wir Ihnen diese Fitnessmeile etwas näher gebracht haben. Tschüss, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie fit und gesund. Den Dyson V6 Slim Origin bekommt ihr bei Expert jetzt für nur 199 Euro. Was den Akkuhandstaubsauger so effizient und praktisch macht, das erfahrt ihr jetzt. Was den Dyson so saugstark macht, ist der V6 Motor in Kombination mit der Leistung von 15 Zyklonen. Diese arbeiten parallel in zwei Reihen und erzeugen so einen Luftstrom, der selbst feinen Staub und Allergene aufnimmt. Für besonders starke Verschmutzungen gibt's außerdem im Max-Modus noch mehr Power. Weil sich der Schwerpunkt des Saugers am Handgriff befindet, ist der Dyson V6 dabei mühelos und ohne großen Kraftaufwand bedienbar. Die schmale Elektrobürste besteht aus festen Carbonfasern und Nylonborsten, die tief in den Teppich eindringen und Hartböden schonend reinigen. Zudem liegt auch eine Kombidüse für die Reinigung von schwer erreichbaren Stellen bei. Die praktische Wandhalterung ist zugleich auch die Ladestation. Bei voller Ladung liefert der Akku bis zu 20 Minuten konstant hohe Saugkraft. Wie alle kabellosen Staubsauger von Dyson könnt ihr den V6 Slim Origin auch in einen Handstaubsauger verwandeln. Und ist der Behälter voll, entleert man ihn auf Knopfdruck in den Müll, ohne mit dem Schmutz in Kontakt zu kommen. Der Dyson V6 Slim Origin ist also ein leistungsstarker und flexibel einsetzbarer Akkusauger. Als Angebot der Woche ist er jetzt in teilnehmenden Expertmärkten für nur 199 Euro erhältlich. In der kommenden Nacht ist der Himmel leicht bewölkt, die Temperaturen gehen auf 16 Grad runter. Ab Donnerstag wird es dann wieder so richtig sommerlich. Die Temperaturen steigen an, maximal 29 Grad werden erwartet. Dazu ein blauer Himmel und kein Niederschlag. Am Freitag wird es dann wieder so richtig schön heiß. Die Sonne scheint den ganzen Tag bei maximal 33 Grad. Dazu gesellen sich noch ein paar Wolken am Himmel. Es bleibt trocken. Das 5. Lausitzer Sommerfest auf Gut Neusagro am 26. August. Ein Sonntag für die ganze Familie. Erleben Sie Kutschfahrten, die Tierschau, Spaß mit der Ackerbanane und Hubschrauberrundflüge. Bei buntem Markttreiben verwöhnen kulinarische Highlights regionaler Produzenten ihren Gaumen. Das Lausitzer Sommerfest auf Gut Neusagro bei Forst. Unterstützt vom ProAgro-Verband zur Förderung des ländlichen Raumes durch Mittel der EU und des Landes Brandenburg. Die Apotheke an der Priormühle. Entdecken Sie unser außergewöhnlich breites Kosmetikangebot mit Exklusivdepots wie Aven, Caudalie, Dr. Hauschka und vielen mehr. Nutzen auch Sie die Vorteile unserer Prio-Kundenkarte. Während der gesamten Öffnungszeit unserer Apotheke erhalten Sie 20% Rabatt auf alle nicht verschreibungspflichtigen Arzneimittel.
Ihre Prio-Kundenkarte erhalten Sie direkt in unserer Apotheke an der Prio-Mühle 15 in Cottbus-Madlow. Ich begleite Patienten zur Selbstständigkeit im beruflichen und privaten Alltag. Es geht um das Wiedererlangen der Motorik, es geht auch um Konzentration. Mancher muss wieder lernen, sich an- und auszuziehen. In der Körperpflege verhelfen wir ihnen und wir trainieren auch arbeitsplatzbezogen. Mein Alltag: ich leite an, ich beobachte, ich korrigiere, ich berate auch unsere Patienten. Natürlich motiviere ich und als Therapeutin ganz, ganz wichtig, ich mobilisiere auch. Das Schönste an meinem Beruf ist die Abwechslung. Ich arbeite mit Patienten unterschiedlichster Altersgruppe, mit unterschiedlichsten Hintergründen und mein Arbeitsalltag ist sehr lebendig. Die Reha-Vita bedeutet für mich persönliches Wachstum, sowohl fachlich als auch in meinen Kompetenzen als leitende Ergotherapeutin. Ha ha ha!